Herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein Moto-Vlog. Race, Junge, verpiss dich, Alter. Öl ins Fahrwerk komplett verbaut. Ich bewege den Hebel gerade, hier tut sich gar nichts. Ich war mit dem Rad oben an der Laterne. Aber ich verstehe jetzt, warum so viele BMW fahren. Boah, die knallt. Boah, die knallt. Mit dem Flo auf der wunderschönen Doppel-R. Ich sitze auf der V2. Ich glaube, die letzte Fahrt sind wirklich, die ich habe. Ne? Womit wird der verkauft? Eigentlich ja letzte Fahrt. Genau. Ne? Ah ja, der Flo ist übrigens auch ein Ich Helm. Bin auch dabei. Ja. Wir haben gestern 5 Stunden lang dieses Dual-Block-Setup hier getestet. Und hörst du mich? Ich höre dich, Alter. Oh Gott, mein Ohr ist umgeknickt. Jetzt bist du ziemlich laut. Jetzt bist du ganz laut? Jetzt bist du ganz leise. Ich habe dich jetzt auch ziemlich leise. Du bist auch gerade ganz leise bei mir. Jetzt bist du auf ganz laut. Jetzt hörst du dich komisch bei mir an. Zu laut oder was? Nee. Aber das kann dann schon zu laut sein. Jetzt ist wieder perfekt. Scheiße. Ich weiß nicht. Digga, ich weiß gar nicht, wo da was ist. Hoffentlich klappt das. Keine Ahnung. Ey Leute, was wir heute vorhaben. Also wir fahren jetzt erstmal ein paar Meter mit der V2. Also ich auf der V2, der Flo auf der Doppel-R. Und dann fahre ich gleich diese Kiste. Erst einmal 1000er fahren. Guckt euch an, muss ich dazu viel sagen. Ich meine, da sieht sogar selbst der Typ gut drauf aus. Das ist schon krass, ey. Das ist echt eines der schönsten Mopeds, die es so gibt. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los, fahren ein paar Meter, weil ich wollte jetzt erst nochmal die fahren, um danach so richtig krass den Unterschied dann zu merken, wie ist das. Da bin ich echt sehr gespannt. Also erstmal jetzt ein paar Meter noch V2 und dann setze ich mich... Bisschen warm fahren und dann kannst du mit der Doppel-R richtig losknallen. Erstmal drehen. Zum Glück kein Lenkanschlag drin. Du musst mir sagen, was hinter mir passiert. Ich sehe nichts. Ja, auf die Spiegel bin ich nachher gespannt, ey. Hier war tatsächlich meine Fahrschulstrecke, ey. Wahnsinn. Das war ein Zeit. Kommt da was? Hä? Ich sehe nichts. Nee, hier kommt nichts. Komm mal hier vorbei, ich will das Ding mal sehen, ey. Ja, fahr noch schneller, Alter. Ich wollte es eigentlich... Oh, so böse aus, Junge. Das sieht böse aus. Ja gut, schwarze Mopeds sehen immer direkt irgendwie aggressiv aus, genau, ne? Muss ich schon sagen, das können sie. Das können sie echt gut. Boah. Ja, Soundcheck, Tunnel. Jo. Okay, ist halt komplett unterschiedlicher Sound, ne? Du hast hier dieses... Du hast halt nicht das Kreischende, nee, auf der Pani. Nee. Das rotzt. Ja, hier fratzt es, genau. Ich bin gleich so auf das Handling mit den Carbonfelgen gespannt. Sagst du, bist du die mal ohne Carbonfelgen gefahren? Nee, ne? Die Doppel-R vorher. Die hier nicht, aber die Doppel-R vorher bin ich ohne Carbon und mit Carbon, also nicht mit Carbonfelgen, sondern mit den Schmiederädern, mit den HP-Rädern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so vom Einlenken her, du wirst es bestimmt gleich merken. Ich meine, ich bin die V2 noch nicht gefahren, aber das hier ist wie ein Fahrrad. Krass. Vom Einlenken her, vom Handling her, vom Fahrwerk her ist das schon wahnsinnsgut. Fährst du das jetzt so bei 25 alles im zweiten? Bei 25? Ich bin im zweiten gerade. Und schlägt die auf die Kette? Nö, ne? Nein. Bei dir? Ja, klar. Und das schon bei der Kleinen halt. Oh, Leerlauf. Hast du gefunden? Ja. Flo kriegt den Leerlauf bei sich schwer rein. Da bin ich gleich mal gespannt. Ich weiß nicht warum. Eigentlich bei BMW gar kein Problem sowas. Nur hier ist es echt manchmal sehr schwer, den Leerlauf zu finden. Das muss ich mir noch mal in Ruhe angucken hier. Hütchen! Im roten Haus! Rotes Haus! Da holen wir uns erstmal einen Gösser! Ist so! Oh, hier musst du aufpassen mit den Blättern auf der Straße. Hey, Super Corsa fährst du ja gleich, perfekt. Ja! Ah, Super Corsa fährst du also. Ja, Bruder, wir fahren jetzt hier rechts und dann tauschen wir Mopeds, ja? Weil ab jetzt wird's spannend. Okay. Jetzt bin ich nämlich echt zu sehr gespannt. So, ihr Lieben, Premiere. Der Daniel, den setzen wir jetzt auf eine 1000er. So, hier halten wir jetzt an. Und jetzt fahre ich das Ding, Alter. Jetzt fahre ich das Ding. Komm, was wolle. Boah, Junge, das gibt jetzt was. Sagst Dieser du, Leerlauf, ne? Das macht mich rasend. Schwer reinzubekommen, oder was? Ja. Okay, perfekt. So. Oh, ja, dann schmeiß ich mal drauf. Erste Mal 1000er. Das gibt jetzt was. Okay. Oh, okay, Fußrasten höher. Ja, Junge. Die sind höher, oder? Alter. Aber Zubehör Gilles, ne? Es ist Gilles. Sind die Serie auch so hoch? Ach, ich glaube nicht ganz so hoch. Boah, okay, Das ist anders, ne? Das ist anders. Da sitzt du ja darauf relativ entspannt. Okay, das merkst du nur, wenn du den direkten Vergleich hast halt. Boah, hätte ich nicht gedacht. Okay, komm. Ich bin gleich mal aufs Handling gespannt. Mäusekino. Geht an. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Boah, ist das der Doppel-R. Aber er ist Pro.
Race. Junge, verpiss dich, Alter. Mode. Mode, drücken. Und dann? Nochmal. Bist du auf Road. Road bist. Jetzt hast du hier, du kannst ins Menü gehen. Da zeigt er dir den Pfeil nach unten an. Das heißt, du kannst nach unten gehen. Und gehst du nochmal. Du kannst halt hier zwischen meinem Fahrzeug, du hast noch so eine Querfunktion. Ja. Ja, komm, das brauche ich nicht, ey. Mach genau. Mir Road rein. Einfach. Wie komme ich da? Ah, okay. Alter, was ist denn jetzt los? Genau. Alles klar, Brake, wie viel ich da bremse, oder was? Wie viel, genau, wie stark du bremst, dann siehst du deine Traktionskontrolle arbeiten. In der Mitte kannst du deine Schräglage sehen, das ist ein Schräglagensensor und Drehzahl. Alles klar. Und Geschwindigkeit. Achso, an ist er schon. Perfekt. Ja. Super. Leerlauf nicht drin, du Sack. Ja, aber im Stand geht's. Ja, okay, das sieht schon. Oh, Junge. Ey, was ist denn mit dem Leerlauf los? Jetzt. Das sieht böse aus. Boah. Okay. Okay, Spiegel. Alles klar. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts, ne? Da der Himmel. Was war das? Seitenständer. Es geht wieder super los hier. Bin ich jetzt gespannt. Oh. Okay. Okay, dein ganzes Knie ist auch schon spitzer. Boah, sitzt man hier anders drauf. Ist ja der Wahnsinn. Oh, yo. Yo. Oh, aber dein Sitz ist bequem. Ey, Digga, hier sitzt man so aggressiv auf dem Ding, ne? Also mit den Rasten. Boah, du sitzt ja wirklich schon hier fast aufrecht, ne? Boah, aber ich muss sagen, Handling ist ja jetzt schon geil. Oh, yo, Alter. Boah, ich hab aber... Das Lenken merkt man, ne? Wo bist du denn? Ich bin quasi direkt hinter dir. Jetzt sehe ich dich. Unter deinem Arm. Ey, okay, ist interessant. Super viele Eindrücke gerade. Ich habe viel Platz auf dem Moped. Also hier, ich kann ja... Boah, Junge. Boah, die knallt. Boah, die knallt. Die knallt. Boah, und wie die knallt. Boah, Junge. Der hat halt auch nur einen Endschalldämpfer getauscht. Also ist nur der Slip-on von SC Project drauf. Und sonst ist nichts gemacht. Oh. Dafür finde ich das eigentlich schon echt gut. Fast abgewürgt, perfekt. Und die Gasannahme ist halt schon dann BMW-Motor, was alle mal zählen, wie... Boah, ist das entspannt. Okay, du kannst ja sogar bei niedrigen Drehzahlen einfach Quickshifter benutzen. Oh, ist das entspannt. Also es fährt sich viel entspannter natürlich als mein Motorrad. Von der Gasannahme, von der linearen Beschleunigung, so wenn man jetzt so ein bisschen Gas gibt, das geht nicht abrupt oder so. Und, boah, das Handling ist eine Legende. Ich muss mal kurz gucken, wo der rote ist da. Wegen den Carbonfelgen, glaube ich, oder? Man macht viel aus, sowas. Vom Lenken, boah, das ist das. Das sind Welten. Das ist halt krass. Boah, das geht hoch. Junge. Ey, ich glaube, okay. Junge, ich war mit dem Rad oben an der Laterne. Ich komme halt null hinterher, ne? Ey, weißt du, wie das abgeht? Ja, weißt du, ist dein Moped. Ja, weiß ich. Ey, Junge, was ist das denn? Alter! Nee, jetzt mal ehrlich, also... Boah, hat das Saft. Alter Schwede. Okay. Das ist halt... Wenn du mit ihr Gas gibst, dann hast du irgendwann so einen Panikmoment, wo du sagst, okay, ich muss jetzt gleich schalten und hier hast du Zeit. Boah, Junge, Junge, Junge. Oh, das ist aber ganz schön mit dem Licht und mit den Herbstblättern hier. Das sieht gut aus. aber es ist krass. Also ich weiß nicht, bis wie viel ich gerade gedreht habe, weil ich nicht auf dem Tacho gucken konnte. Aber ich glaube, mein Vorderrad war oben an der Laterne. Okay, war es natürlich nicht, aber es hat sich so angefühlt. Boah, ist der Wahnsinn. Okay, also das Power hat sie schon mal. Das ist mein erster 1000er Gasgeb-Moment gewesen. Der war kräftig. Ich bin jetzt schon überzeugt vom Handling, Flo. Ich glaube, das ist wegen den Carbonfelgen. Ne? Die lässt sich, Mahlzeit, die lässt sich so entspannt einlenken. Ja, also das wirst du gleich krass merken, wenn du tauscht. Also ich merke das gerade. Dass es schwerer ist. Dass es schwer ist. Und als wenn du mit das ist das einem Handling zu niedrigen Beast. Reifendruck fährst. Und das ist das Handling Beast V2, ne? Ja. Was ist bitte mit diesem Leerlauf los, Alter? Der geht schwer rein. Das nervt ein bisschen. Kenne ich vom BMW so gar nicht eigentlich. Boah, ist das ein Monster hier. Und sowas fährst du auf der Rennstrecke, du Verrückter.
Aber das ist schon beeindruckend, wenn ich das sehe, ne? Wie du da hinterher kommst. Und das war Road, ne? Ach du Scheiße. Das war Road. Nein, das war Road. Das war Road. Hat die überhaupt volle Leistung dann? Nö, ne? Nein, bei Road nicht. Also, du kannst sie natürlich hochdrehen komplett. Aber die volle Leistung hat sie so nicht. Oh, und die ist halt mappingmäßig abgespeckt. Boah, ich muss sagen, das ist schon High-End. Also das ist natürlich auch eine andere Preisklasse als jetzt die V2, ne? Ich meine, was kostet so eine Kiste hier? Was würdest du sagen? Wenn du Standard, wenn du sie kaufst, 25. Wenn du sie neu kaufst, aber da ist ja noch alles Mögliche dran gemacht. Nur das ganze Paket, was wir jetzt gerade da verbaut haben, ist ja etwas, was wir gerade in diesem Moment nicht brauchen. Ne? Das Fahrwerk, die Bremse, das wird halt auch in der Standardversion mega gut funktionieren. Ne? Oder auch wahrscheinlich in dem Moment gleichwertig. Aber ich weiß jetzt, was du meintest mit diesen Nageln bei 4000. Also so irgendwie, keine Ahnung, dass man denkt, ich denke die ganze Zeit, ich muss schalten. Ne? Genau, das ist aber irgendwie nur bei 4000. Wenn du Gas gibst, drüber gehst, hat sie das nicht. Und nur bei 4000. Ich gucke immer dann bei 4000 drauf, wo ich denke, so krass, warum ist jetzt wieder so laut? Boah, das ist aber krass, wenn ich denke, wenn du auf der Rennstrecke fährst und du aus dem dritten irgendwo aus der Kurve kommst. Alter, da geht ja gar nichts. Nö, deswegen, ich muss alles auf der Bremse machen. Ja, moin. Boah, geisteskranker. Ah, und Leerlauf ist ein Traum, Junge. Aber das kommt dann echt zu vorne. Wenn du hiervon kommst, dann das fährst, dann denkst du, das geht nicht ab, ne? Ist so. Ja. Ne? Boah, krass. Und ich finde ja, das geht schon richtig gut vorwärts. Na, dann zieh die mal richtig durch hier, ey. Dann wirst du sehen, was los ist, ey. Moin. Boah, das fährt sich aber alles schon sehr schön mit dem Quickshifter, Blipper. Bremse könnte ein bisschen früher kommen, aber. Boah, und die knallt. Junge, die knallt einfach. Ja, das macht sie echt schön. Das hätte ich aber auch für so ein Motorrad nicht erwartet, muss ich sagen. Ey, weißt du, was ich glaube? Dass vielleicht sogar vom Fahren so eine BMW hier einfacher ist für jemanden, der neu ist im Motorradfahren, wie mich jetzt, als zum Beispiel die V2. Weil du hast nicht dieses ruppige. Genau. Ich meine, das macht halt Ducati auch irgendwo aus, klar. Ich finde es auch mega geil. Aber ich glaube, dass zum Beispiel, warum der Marc hier, ein Kumpel von uns, hat jetzt gerade einen Führerschein gemacht. Der hat so ein Ding hier, so eine 200 PS Doppel-R. Und der kommt damit klar. Wo wir denken so, okay, krass, er kauft sich einfach eine Doppel-R. Und ich verstehe das aber Thema, so, warum. Ne? Ich habe das Thema halt auch ganz oft im Laden, ne, dass die Leute fragen, ey, kann ich so ein Motorrad fahren? Ne? Es liegt ja auch nicht an dem Motorrad selber, denn ich finde eigentlich, die Doppel-R ist eines der sichersten Motorräder, glaube ich, so in diesem Bereich. Nur es liegt halt am Fahrer, dass einfach diese brachiale Leistung da ist und die genutzt wird, auch wenn man nicht damit umgehen kann halt. Ja. Und das ist das Gefährliche an diesem Motorrad. Hier war früher Marvins Kniescheiferkurve, ne? Ja. Und jetzt ist Super Corsa SP Angstkurve. Hör auf, ey. Ja, muss ich sagen, fährt sich natürlich extrem gut, ne? Flo. Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass das so entspannt, unaufgeregt. Ist es wirklich, ne? Es ist sehr entspannt. Es ist. Warte mal, wie sich das gleich anfühlt, wenn du tauschst, Junge. Boah. Das ist so schwer zu lenken. Also ich muss sagen, ich weiß, warum viele BMW fahren. Das weiß ich jetzt. Verstehe ich vollkommen. Kann man auch verstehen. Das fährt sich... Technikwunder. Ja, es fährt sich gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, dass das auf der Rennstrecke sicherlich sehr gut funktioniert. Aber es fährt sich... Bin gespannt. Vielleicht müssen wir es testen. Ich muss sagen, das, was mir nicht gefällt, ist der Sitz. Ich rutsche ohne Ende. Also, das ist eine Katastrophe. Obwohl der sehr hart ist, ne? Der BMW-Sitz im Gegensatz zu deiner? Alter, das waren nur 8000 Umdrehungen. Da kommt die Leistung erst. Oh mein Gott. Ich muss runterschalten, ey, sonst komme ich nicht hinterher. Oh mein Gott, da kommt die Leistung erst. Alter, das Ding macht mir Schiss, ey. Boah, ich sehe gar nichts, ne? Nee. Ey, sag mir mal gleich, in welcher Kurve du dich lang gemacht hast. Ganz relativ weit oben. Ich brüll dann. Ich krieg dich wahrscheinlich gleich nicht mehr. Ich brüll dann. Ah,
das fährt schon echt gut. Ah, hier sind Blätter, sei vorsichtig. Bist du noch da? Ich bin noch da. Aber pass auf, hier sind überall Blätter. Blätter, ne? Ja, hier auch. Oh, pass auf, hier ist richtig rutschig. Boah, pass auf. Da liegt richtig was in der Mitte. Ja, hier kannst du vergessen. Okay, hier liegt richtig viel. Aber krass, okay, habe ich jetzt schon gemerkt, Flo, Carbonräder, boah, merkt man. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin mal gleich gespannt, wenn wir nachher tauschen, wie du das dann tragst, weil du jetzt das quasi schwerere danach fährst. Da gewöhnst du dich super schnell dran. Und ich habe gerade echt, als ich losgefahren bin, habe ich gedacht so, wow, krass, das ist mir früher noch nie aufgefallen. Also ich muss sagen, der Kniewinkel und alles, Fußrastenposition ist mega. Aber wie gesagt, Sitzbank gefällt mir gar nicht. Die habe ich gar kein Gefühl drin. Die ist nicht hart, aber auch nicht weich und ich rutsche. Also das ist komisch. Boah, mit diesen Blättern im Herbst ist echt gut gefährlich. Ne? Und du kannst halt alles entspannt hier im dritten fahren und das Ding nimmt Gas an, als wäre es nix so. Ja. Da schlägt nix da, ey. Weißt du, wie das von hinten aussieht, wie du da lang schlenderst? Ja, muss ich das sagen. Das hat halt die Pani, ne? Die rotzt so unten rum. Aber ich verstehe jetzt, warum so viele BMW fahren, muss ich sagen. Funktioniert gut, ja. Es ist einfach. Du hast ein mega Bike, die Ingenieurskunst ist legendär in dem Ding. Du hast alles an Elektronik an Bord. Es hört sich gut an, es ist beherrschbar, auch gerade hier so bei 50 im dritten ist ja, gibst du Gas. Da kommt erstmal gar nichts. So, das ist alles entspannt. Also, und es fährt sich echt kinderleicht. Ne? Also das verstehe ich. Das ist gut. Mega, macht Bock. Und ich glaube, auf der Rennstrecke funktioniert es auch krass gut. Und Handling ist halt, wie gesagt, boah, Junge, das ist halt richtig krass, ne? Flipper, Quickshifter, gut. Bremse finde ich so lala, muss ich sagen. Also Vorderradbremse. Vorderradbremse muss getauscht werden. Sieht ja, schön, ist die Bremse. Hast, die Bremse ist ja schon fertig. Richtig viel. Guck mal, ich bewege den Hebel gerade. Hier tut sich gar nichts. Ich bremse gar nicht. So, jetzt drehen wir um. So eine Ducati ist halt auch, das ist halt, da weiß ich nicht, ich denke immer, wenn ich damit gefahren bin, krass, du hast es geschafft, so weißt du, das ist, da musst du irgendwie gefühlt noch was für machen, ey, das ist, hier ist wirklich, muss ich sagen, schöner Wohnen, ne? Ja, ich würde sagen, Leute, das waren nochmal krasse Eindrücke hier mit, ich glaube, ich muss irgendwann mal mit so einem Ding auf die Rennstrecke, das würde mich sehr interessieren. Boah, knallt die. Und nicht bei Laub zu fahren. Ich würde sagen, wir halten jetzt hier mal an, Flo. Und dann starten wir dein Video. Und du sagst mal was über die Pani, Alter. Aber das genau war so sieht's Fall, aus. Das war auf jeden Fall geil. Oh, Umkehrschaltung. Leerlauf muss ich ja gar nicht versuchen reinzumachen, weil... Komm schon. Ja! Geil. Gucken wir sie uns nochmal an, oder? Öl ins Fahrwerk, komplett verbaut. SC Project drunter, aber nur Slip-on, ne? Ist nur ein Slip-on, genau. Und, ja gut, Bremse würde ich, das finde ich noch nicht optimal. Da muss eine andere Bremspumpe drunter. Also die Bremse vorne haben wir ja schon getauscht. Hier tut sich noch gar nichts, ne? Also bei genau. Und das ist halt, der kommt halt sehr spät. Du hast einen sehr großen Leerweg, aber ich denke, das ist auch viel dem ABS geschuldet. Ne? Ja, vielleicht ist auch nur die Bremspumpe oder halt lange Leitung. Kann auch sein, ne? Genau. Und wie gesagt, Sitzbank. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ist das wollte ich einmal gucken, ist vergleichen das mit deiner. Seriensitzbank, Flo? Genau. Das ist halt schon anders. Die also das habe ich direkt besser gemerkt. Die ist A, erstmal bequemer. Ja. Und B, rutscht du gar nicht. Gar nicht, ich, ne? Rutsch bei ihr auch nach vorne. Ja. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Rasten hast du von Gillis, ne? Genau. Ah, die sind auch schön, ey. Die sind wirklich schön. Also muss ich sagen, die sind super. Die fahre ich ja auch bei der Doppel-R und habe ich auch auf der R1 gefahren. Die sind echt gut, ey. Boah, dann ist das schon echt schön, muss ich sagen. Spiegel sind natürlich beschissen, da siehst du gar nicht durch. Schwarze Scheibe weiß ich auch nicht so, ob der Fan von bin, weil wenn du hinterhängst... Genau, aber korrekt. Also wenn du auf die Rennstrecke fährst, ist eine schwarze Scheibe auf jeden Fall schlecht. Hier hat es jetzt zum Paket gepasst. Auch von den Spiegeln her. Normalerweise kannst du die Spiegel nicht fahren. Ja. Also das ist wunderschön, aber ich sag dir, ein Spiegel von den Dingern kostet 200 Euro. Das sind dann 400 Euro und sie funktionieren überhaupt nicht. Ja, aber gut, sehen gut aus. Ne? Kannst du auch so machen.
Sie ist ungefähr das Gleiche. Naja, Leute. Dann sehen sie aber noch schöner aus. So, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war sehr interessant. Wir sind übrigens M7, M9R, was haben wir gefahren? M9R, guter Reifen. Auf jeden Fall besser als der Super Corsa SP bei den Temperaturen. Ja. Ich würde sagen, Leute, Motovlog Number One mit Flo. The Tank. Ja, Dualvlog. Und ich bin das erste Mal Tausender gefahren. Das erste Mal Tausender gefahren. Ja. Okay. Und, was sagst du? Ja. Erste Mal Tausender zu der Kleinen? Ja, es ist ganz anders zu fahren, weil du hast halt untenrum gar keine Leistung. Wirklich keine Leistung. Kannst du Vollgas geben, denkst du, okay. Genau. Und dann denkst du, okay, das war's, jetzt bist du schon bei 13.000, schon nein, dann schiebt sie. Bis bei 8. Fängt noch nicht mal an. Und dann kommt es. Moin. Also für Landstraße eigentlich zu viel. Ja. Aber du fährst sie halt auch entspannt auf der Landstraße, weil du musst ja nicht, das ist auch geil. Genau. Ja, weil sie untenrum dich auch nicht überfordern und so. Eigentlich ganz cool. Genau, richtig. Du kannst sie halt auch schon im zweiten mit 40 fahren. Super. Ohne, dass du irgendwie ein Geschrei hast. Ne? Ja. Oder dass sie dir ruckelt oder dich bockt oder schmeißt. Mega. Hey, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ich mit dem Bekloppten dann nochmal einen Motorblock machen soll. Ich meine, ja, ist fast vorbei. Aber wir haben noch ein paar Mopeds, die wir mal fahren müssen, ne? Wir haben noch ein paar Mopeds, die wir fahren müssen. Boah. Da sind auch noch ein paar richtig coole Sachen dabei. Davon verraten wir aber nicht zu viel. Ich würde sagen, der Flo fährt jetzt das Ding. Ist er ja gerade schon. Aber dann erzählt er mal ein bisschen, wie er das findet. Korrekt. Und das seht ihr dann bei dem Bruder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Schenkt uns einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal von dem kranken Typen. Bam! Leute, bis bald. Ciao.